Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Online. Ich stehe gerade hier schon in Fort Pinter, denn heute sind die Welsh-Ponys rausgekommen. Ihr seht gerade, ich sitze auf meinem uralten Welsh-Pony. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das Welsh-Pony rauskam, aber ich habe mir hier Red Berry gekauft. Und jetzt Moment, kann ich es kurz zeigen? Ja, kann ich, sie ist Level 8, was richtig krass ist. Das ist aber, glaube ich, nur deswegen, weil in einem meiner Livestreams auf Twitch musste ich sie leveln. Davor war sie, glaube ich, irgendwie Level 3 oder so, weil, sie irgendwie nie mein favorites Pferd war. Ich habe ja vorgestern, glaube ich, war es, schon auf die neuen Welshies reagiert. Okay. Und heute sind sie jetzt endlich ins Spiel gekommen. Es ist das Welsh Pony Typ B. Es kostet 800 Star Coins. Wir sind gerade schon in Fort Pinter. Das bedeutet, dieses Pferd ist ab Level 1 kaufbar für 4 Wochen. Ihr wisst Bescheid. Die anderen, wenn mich nicht recht... Was? Wenn ich mich recht entsinne, ab Level 7. Sie kommen mit Stärke 4, Disziplin 2, Ausdauer 1 und Geschwindigkeit in Agi 0 ins Spiel. Und... mein erster Eindruck im Spiel ist richtig gut. Sie sehen mega putzig aus, oder? Oh mein Gott. Wir gucken uns jetzt die anderen natürlich auch noch an. Die sind in Südhof. Und dann entscheide ich mich, was für ein Pferd ich mir kaufe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diese grünen Augen, oder? Dann sind wir in Südhof angekommen und wir sehen hier das allererste Pony. Oh mein Gott. Es ist mega süß. Habt ihr das gesehen? Das ist nicht euer Ernst. Das ist... oh mein Gott. Wie es flämt. Oh mein Gott, das ist mega putzig. Das ist der Roan. Als zweites haben wir den Rappen. Den Liver Chestnut. Wow, die Schattierung sieht mega gut aus. Den Palomino. Und als letztes den Flexen. Der ist auch richtig schick. Eine Ewigkeit später. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich tatsächlich für den Palomino entschieden. Aber ich muss ehrlich sagen, mir gefallen fast alle richtig gut. Genauso wie in meiner Reaktion am Montag, ich verlinke es euch mal im i, finde ich persönlich den Palomino, den Liver Chestnut, den Roan und tatsächlich auch den Schimmel in Fort Pinter richtig, richtig toll. Der Rappe gefällt mir nicht so gut. Ich finde den extrem unspektakulär. Und den Flexen kaufe ich mir nicht, weil ich natürlich schon einen Flexen habe vom alten Modell. Wir kaufen uns diesen zuckersüßen Palomino. Jetzt muss ich nur noch irgendwie einen Namen finden. Später. Leute, eigentlich wollte ich irgendwie einen Namen haben, der irgendwas mit ihrer hellen Farbe zu tun hat. Aber mir wurde gerade Book Charm vorgeschlagen. Und ich finde den Namen einfach zu süß, dass wir den nicht nehmen, oder? Herzlich willkommen, Book Charm. Okay. Dann sind wir im Stall angekommen und ich habe jetzt einfach mal Red Berry neben Book Charm gestellt. Und ich glaube, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, weil Red Berry einen Sattel anhab. Aber ich glaube, dass Book Charm ein bisschen kleiner ist, oder? Aber wir gehen als allererstes mal zu ihr rein und kuscheln für die Liebe. Wow, ist sie schön. Wow, ist sie ein hübsches Pferd. Und guck mal, sie hat da so Sprenkel. Oh, das ist nicht unser Ernst. Oh mein Gott, bist du süß. Oh, wie sie brummelt. Wow, sie ist mega schick. So, wir versuchen jetzt mal hier irgendwie vorbeizugehen. Seht ihr das? Sie hat hier überall so kleine Sprenkelchen. Und die Äpfelung ist auch wunderschön. Oh mein Gott, das ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Guckt mal. Das ist voll süß. Ah, oh, die Welsh-Ponys sind zuckersüß, oder? Jetzt wartet mal ganz kurz. Wir setzen uns mal ganz kurz auf sie drauf und gehen mal ganz kurz in Red Berry's Box und gucken nach, ob die kleine Maus kleiner ist. Ja, guckt mal. Oh mein Gott, sie ist viel kleiner. Krass. Okay, ich hatte jetzt irgendwie erwartet, dass sie irgendwie genauso groß werden. Aber sie ist... okay, viel kleiner ist vielleicht übertrieben, aber sie ist definitiv kleiner wie Red Berry, aber viel schöner, oder? Bevor wir gleich noch die Gangarten angucken und zum Friseur gehen, möchte ich jetzt als allererstes sehen, wie die ganzen Animationen aussehen. Wow. Oh mein Gott, sie ist mega schön. Oh mein Gott, sie ist einfach nur zuckersüß. Hier putzen wir... haben wir gerade in die falsche Richtung geputzt? Warum? Ja. Okay. Okay. Wieso putzen wir denn in die falsche Richtung? Wer macht denn sowas?
Wow. Das sieht richtig gut aus. Okay, das gefällt mir richtig gut. Also bis auf das Putzen. Das Putzen ist ein bisschen eigenartig. Wie wär's mit einer kleinen Karotte? Karotte? Oh, die Animationen sind alle echt gut. Aber mittlerweile gefühlt bei allen Pferden, oder? Dann sind wir beim Shoppen. Wir gucken mal ganz kurz, was wir der kleinen Maus kaufen. Das sind die neuen Zaumzeuge. Die sehen richtig hübsch aus. Ich hatte ja im Teaser-Trailer schon moniert, dass es leider reinbuggt in das Pferd selber. Das finde ich immer ein bisschen schade. Aber man muss es ja nicht unbedingt kaufen, wenn es einem selber nicht Oh Gott, wir brauchen das. Wir kaufen es einfach mal. 90 Starcoins war jetzt nicht unbedingt mega krass günstig. Aber egal, wir packen es drauf. Wir haben hier sogar noch ein komplettes Set, sehe ich gerade. Ich weiß gerade nicht von welchem Pferd, aber sieht cool aus. So, ich glaube, das ist von meinem Abby. Weil ich den vermutlich nie wieder reiten werde, habe ich das Set abgenommen. Wow. Oh mein Gott, ist sie süß. Okay, Leute, ab zum Friseur. Eine Minute, 37 Sekunden später. Beim Friseur angekommen, muss ich als allererstes, ich glaube, wie gefühlt immer, ansprechen, wie wunderschön das Set aussieht, wenn man näher rangeht, oder? Seht ihr dieses wunderschöne Halfter? Ich kann mir vorstellen, dass es bei allen Arabern auch perfekt aussehen wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde irgendwie, das Welsh-Pony ist ein kleiner Araber. Der allererste Eindruck ist, der ist ein kleiner Araber. Wir gucken uns... Wir gucken uns einfach mal alle an. Das ist die kurze Mähne. Das sind Zöpfchen. Oh mein Gott, sind die süß. Dann das ist eine längere Mähne, hätte ich es einfach mal genannt. Dann haben wir eine kurze Mähne. Gar keine Mähne. Nochmal Zöpfchen. Dieses Mal direkt am Kopf, die Zöpfchen. Und dann haben wir nochmal Zöpfchen. What? Wir haben drei verschiedene Paar Zöpfchen. Wir haben lange Zöpfchen, mittlere Zöpfchen und kurze Zöpfchen. Das ist krass, okay. Und dann haben wir quasi diese, die ein bisschen länger ist, die vielleicht so ein bisschen ans Paint erinnert? Oder erinnert ihr euch ein bisschen ans Paint? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt das am besten. Wobei ich persönlich das nicht gerne so abgeschnitten habe. Aber ich finde, das ist die schönste Mähne. Wir gucken mal ganz kurz noch. Wow, das sieht hübsch aus, oder? Okay, das ist so cool. Das SSO, ich weiß nicht, gefühlt nach Jahren endlich auf uns hört, dass sie den Schweif in Ruhe lassen bei anderen Mähnen. Also nicht bei allen natürlich, aber das sieht halt einfach mega, mega schön aus, oder? Wow. Aber Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt die Mähne am besten, deswegen behalten wir die. Dann reiten wir auf den Reitplatz und das allererste, was wir machen, wir bleiben stehen. Wir haben quasi hier gerade einen Run-In-Pattern gemacht, für die Raining. So, wir gehen mal ganz kurz los im Schritt und ich bin ja jetzt gerade schon zum Friseur gelaufen und mir gefällt das Welsh-Pony sehr, sehr gut. Ich habe auch immer im Hinterkopf, dass ja die Welshies freilaufen auf Südhof und sie somit jetzt kein krasses Dressur-Crack-Pony sein sollen, wobei, ehrlich gesagt, das richtig gut aussieht, sondern sie sind ja auf Südhof auch Wildpferde. Von daher finde ich es ehrlich gesagt wichtig, dass, ja, sie schön laufen, aber jetzt nicht laufen, als wenn sie gerade in irgendeiner Kür gehen sollten oder so. Wow. Das sieht super schick aus. Was mir persönlich jetzt nicht so gut gefällt, ist, ich glaube, dass komplett alle Zügel buggen bei den Welsh-Ponys. Ich weiß nicht, ob das noch geändert wird oder nicht. Das stört, glaube ich, ein bisschen. Von daher sind die Welsh-Ponys einfach das perfekte Wildpferd, denn da fällt es halt einfach nicht auf. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, das sieht gut aus. Hier nimmt das Pferd auch den Kopf schön runter und versammelt sich sogar auch schön. Hätte ich jetzt, wie gesagt, gar nicht wirklich erwartet, aber seht ihr, das Pferd tritt schön unter und ja, es sieht im Allgemeinen einfach sehr, sehr gut aus. Die Schulter könnte meiner Meinung nach ein bisschen besser nach vorne kommen. Seht ihr das? Die ist ein bisschen, ja, die Schulter ist ein bisschen schwer, würde ich jetzt persönlich sagen. Aber das ist noch okay.
Bisschen schwere Schulter. Ja, ein bisschen schwere Schulter, aber ansonsten ist es definitiv noch okay. So, wir gehen einfach mal ein bisschen schneller. Und da prescht das Pony jetzt wirklich mega krass voran und macht den Lalshang. Sprachenlernen, Bubble. Den Halslang. Oh mein Gott, wie schwierig ist denn das zu sagen? Ich kann mir vorstellen, dass es vielen nicht gefällt. Ich persönlich finde es nicht schlimm. Ich hätte gesagt, es wäre vielleicht ein bisschen cooler gewesen, wenn das Pferd nicht komplett auseinanderfällt, was hier der Fall ist. Aber es ist einfach ein schneller Galopp und wie gesagt, auf Südhof, wenn die Pferde dann unterwegs sind oder ne, falls man eben spielt, dass man selber ein Pferd auf Südhof ist, macht es definitiv Sinn, dass die Pferde einfach nicht mehr komplett versammelt laufen, weil es eigentlich keinen Sinn macht, wenn du ein Wildpferd bist, denn ja, da macht man es einfach nicht. Der Stopp ist cool. Aber ansonsten habe ich, ich glaube, keine Einwände. Der Sprung erinnert mich sehr an den Araber, glaube ich, war es. Aber ich habe nichts gegen den Sprung vom Araber, von daher ist es alles in Ordnung. Ja, ich finde das Pony süß. Ich muss ehrlich sagen, es echt gut geglückt. Ich finde die Farben toll. Ich finde es wunderschön. Wie seht ihr das, wie die Pattern hier sind? Die Äpfelung ist einfach wundervoll. Und seht ihr das, wie schön das Pferd läuft? Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Die Hinterhand ist manchmal ein bisschen träge, aber das ist ja im echten Leben tatsächlich auch so, dass die Pferde nicht immer einfach mega fleißig mitlaufen. Das ist einfach zuckersüß. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich mag das Pony richtig gerne. Wow. Das ist, was ich wirklich eine gute Gen 3 nenne. Das Welsh-Pony damals. Ich war so mega krass excited, als das Welsh-Pony damals ins Spiel kam. Und war dann einfach so unfassbar enttäuscht von dem Welshi, als ich es einfach selber geritten bin. Aber ich muss ehrlich sagen, das Welsh Gen 3 ist einfach zuckersüß, oder? Oh mein Gott. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie findet ihr das kleine Welsh-Pony? Ich muss sagen, ich bin mega krass positiv überrascht. Ich finde es zuckersüß und wow, das Fühlen sieht richtig hübsch aus. Ich mag vor allen Dingen den leichten Galopp, der gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mag mega gerne den Schritt und ich mag letztendlich alles, was das Welsh-Pony macht, wenn es einfach nur dasteht und darauf wartet, dass wir weiterreiten. Ich persönlich hätte gesagt, es waren sehr, sehr gut investierte 800 Starcoins. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie gefällt euch euer Welsh-Pony? Oder habt ihr euch überhaupt ein Welsh-Pony gekauft? Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne ein Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!